Guten Morgen, Chris. Guten Morgen. Ja, schön, dass du da bist, Can. Heute fahren wir mit dem TM erstmal nach Realb ins Gleis 2 und holen einen Güterwagen ab. Und den fahren wir dann anschließend nach Tiefenbach hoch ins Gleis 3. Und dann fahren wir mit dem TM wieder runter nach Realb. Ich werde jetzt schnell ins Gleis 2 rangieren und zeige dir ein bisschen die Funktionen und dann bist du dran. Wir haben jetzt also schon gleich die Fahrberechtigung bis Realb Gleis 2 und holen dort den Güterwagen ab. So, dann starten wir mal die Kiste. So, hier kommt der Bahnübergang Schweigstraße. Der ist frei, sehr schön. So, dann fahren wir jetzt wieder rückwärts ins Gleis 2 und holen den Wagen ab. Der Kollege stellt gerade die Weichen. Jawohl. So, dann würde ich doch sagen, dass mein Dienst jetzt hier beendet ist und du bist dran. Sobald der Dampfzug losgefahren ist, warten wir noch und holen uns die Fahrerlaubnis und dann fahren wir hoch. Hat Fahrberechtigung bis Tiefenbach Gleis 2. Verstanden. Zustimmung bis Tiefenbach Gleis 2. Richtig. So, hier kommt jetzt die Zahnstangeneinfahrt. Manche Experten sagen ja, der TM92 hat gar kein Zahnrad, deswegen dürfte er hier ja auch gar nicht fahren auf der Bergstrecke. Aber wir fahren immer hier und es funktioniert ganz gut. So, jetzt kommen die drei kurzen Alzentrum-Staffeltunnels. Du darfst gleich nochmal hupen, weil hier der Wanderweg kommt, den du ja von gestern schon kennst.
Und noch der dritte Tunnel, beziehungsweise eigentlich Tunnel 1. Denn es wird von der oberen Seite gezählt. Dort vorne siehst du schon die Steffenbachbrücke, die Klappbrücke, die immer im Herbst abgebaut wird, damit die Lawinen durchrauschen können. Und im Frühling wird sie dann wieder aufgebaut. So, jetzt geht's wieder raus aus der Zahnstange und rein in die Station Tiefenbach. Der Gegenzug kommt auch schon. So, perfekt. Ich lasse dich jetzt alleine zurückfahren. Ich gehe jetzt noch ein bisschen wandern. Du machst es ja sehr gut hier. Du darfst jetzt den Güterwagen ins Gleis 3 rangieren und anschließend über das Gleis 1 dann wieder zurück nach Realp fahren. Du hast allerdings nur Zustimmung bis zur Stationseinfahrt von Realp, bis zum Ende der Wiederbrücke. Da, bis dahin darfst du fahren, weiter nicht, denn der Dampfzug muss noch rangieren und du bekommst dann weitere Anweisungen per Funk. Steht aber auch alles im Dienstfahrplan. Ich wünsche dir weiterhin gute Fahrt. Bis demnächst. Ciao.
Der TM92 hat Fahrberechtigung bis Realp Drehscheibe. Verstanden, Zustimmung bis Realp Drehscheibe. Richtig. Der Gartenbahn Völker Bergstrecke mehr verpassen wollt, dann abonniert hier meinen Kanal und schaut euch hier mein neuestes und aktuellstes Video an. Bis denn!